Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch recht herzlich. Es beginnt, ja wirklich, es beginnt A bis Z. Wir starten heute mit Artrox. Ich möchte noch ein paar Worte dann nach dem Intro zu der Art und Weise verlieren. Ich möchte ein klein bisschen die Formate, beziehungsweise das Format an sich, möchte ich so ein klein bisschen klarlegen, wie ich das gerne machen möchte. Ich werde einfach jetzt halt mal sagen, hier Artrox, möchte ich heute auf Engage spielen und nein. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch recht herzlich. A bis Z startet endlich und heute habe ich Artrox. Ich möchte das immer ganz klar machen, was ich spiele, warum ich es wie spiele, ob dieser Champion supportfähig ist und so weiter und so fort. Ich wünsche euch jetzt einfach mal flugs viel Spaß und dann gehen wir aufs Erklären ein. Yeah. Das heißt, am Anfang werdet ihr jetzt mal mit Informationen zugeballert. Ich gehe auf Targons mit Refillable, weil ist eigentlich ein Nahkampfsupporter, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Zur Not könnte ich prinzipiell auf jedem Supporter auch Coin mitnehmen oder auf jedem Champion, wäre möglich. Ihr habt mir, als ich euch das angekündigt habe, gesagt, wie wäre es denn, wenn du die Laufwege, die unnötigen Sachen rausschneidest und wirklich nur was Wichtiges drin hast. Werde ich so machen, gar keine Frage, doch es haben sich auch die ein oder andere Person hat sich ein Edit Gameplay draus gewünscht. Ich habe es ja vorgeschlagen. Und das werde ich, wenn es möglich ist, auch machen. Nicht jede Runde eignet sich dafür, das werdet ihr sicher verstehen. Doch ich möchte es versuchen, soweit es möglich ist. Das wird dann aber zusätzlich kommen, ne? Dass ihr praktisch eine Runde habt, wo ich euch zuquatsche und die andere Richtung dürft ihr dann einfach genießen. Wir haben jetzt hier Artrox und ich möchte grundsätzlich immer zu jedem Champion erklären, was er kann, was er macht. Also so eine Art Spotlight draus machen und gleichzeitig dann darauf eingehen, warum dieser Champion supporten könnte. Denn jeder Champion hat in gewisser Art und Weise eine Möglichkeit, irgendwie zu supporten. Jeder hat eine Fähigkeit, die Support möglich ist. Ich habe einen Vladimir und der ist schon mal nicht da. Geil. Es fängt also damit an, dass ich praktisch eine Q habe bei Artrox, mit der ich im Prinzip den Gegner hochwerfen kann. Das ist mein Engage-Tool und das ist auch die Spielweise, über die ich Artrox spielen möchte. Also, dass ich praktisch Hardcore-Engagend fighten möchte. Das ist die Idee dahinter. Q also ein Knock-Up zusammen mit Schaden, wenn ich jemanden im Zentrum treffe. Dann wird dieser hochgeworfen, ansonsten glaube ich nur geslowed oder so, aber ist jetzt halt nichts wirklich cooles. Die W-Fähigkeit ist einfach ein Triple-On-Hit-Ding, das heißt bei jedem dritten On-Hit heile ich mich entweder oder ich mache zusätzlichen Schaden. Je nachdem bekomme ich dann eben, wie meine Waffe gepolt ist, bekomme ich dann den einen oder den anderen Bonus. Ist schon mal okay, ist nicht wirklich dramatisch. Eignet sich aber auch nicht wirklich zum Supporten, muss man sagen. Dann haben wir noch die E-Fähigkeit. Mit der E-Fähigkeit sind wir in der Lage... Oha, da haben wir schon den ersten gemisst. Einen Stoß loszusenden, der praktisch die Gegner ein bisschen slowt und Schaden macht. Ist die andere Supportfähigkeit. Das heißt, wir haben einen Knock-Up und wir haben einen Damage-Spell, so gesehen. Ich persönlich würde aber sagen, dass sich keine von beiden Möglichkeiten wirklich für Support eignet. Denn die Cooldowns sind einfach ekelerregend hoch. Muss ich ganz einfach so sagen. Es ist wirklich disgusting, wie hoch die Cooldowns da manchmal sind. So, hier einfach nur einen kurzen Trade. Ich werde exhausted? Wirklich? Das überrascht mich jetzt ein klein bisschen. Das überrascht mich gerade wirklich ein klein bisschen. Ich hätte hier nicht damit gerechnet, dass ich hier wirklich exhausted werde. Ist auch ein bisschen schade. Aber gut. Die Passive. Ihr habt unter meiner Lebensleiste, seht ihr ja hier so, ne? Eine Dingsleiste. Eine fragt mich nicht, was Leiste. Es ist, glaube ich, Blutleiste oder irgendwie sowas. Ist auch nicht wirklich von Bedeutung, um ehrlich zu sein. Wenn dieses Ding vollgestackt ist, bekomme ich mehr AD, ich bekomme Attack Speed, ich bekomme die Möglichkeit, wenn ich tödlichen Schaden erleide, mich wiederzubeleben. Und damit war es das dann auch schon. Die Passive eignet sich also für längere Kämpfe, muss man eigentlich so mal kurz in den Raum werfen. Das heißt, wenn ich dann in der Lage bin, meine Blutstacks da voll zu sammeln oder was auch immer das ist, dann kann ich damit gut was machen. Was ich auf Support empfehlen würde, ist, dass man permanent auf dieser Damage-Variante der W unterwegs ist. Denn im Prinzip braucht man nicht wirklich als Supporter auf Sustain arbeiten, zumindest nicht als Artrox-Support, denn da werdet ihr einfach verlieren. Na, ihr habt nicht die Möglichkeit, so viel in irgendeiner Art und Weise das zu sustainen, wie ihr gerne möchtet. Warte mal noch kurz. Dann versuche ich mal so einen kleinen Engage. Ihr habt auch gerade gesehen, dass ich zuerst zwei Auto-Attacks auf Minions gemacht habe und dann rangegangen bin. Die W-Fähigkeit speichert sich das wirklich. Wenn ich jetzt zwei Auto-Attacks mache, dann ist der dritte Angriff praktisch einer, der in irgendeiner Art und Weise extra Boni hat. Sei es jetzt, dass es mich heilt oder dass ich praktisch extra Schaden mache. Das ist eine wichtige Sache. Denn dadurch könnt ihr natürlich auch so ein klein bisschen die Trades eingehen. Und ihr merkt auch hier, es klappt relativ gut.
Ah, okay, dann gehen wir hier lieber auf den da. Die Trades sind ganz akzeptabel. Einmal Auto-Attack noch drauf. Ja, der kann mich natürlich hier schon schön countern. Ich habe keine Pots mehr oder sonstiges. Das heißt, normalerweise würde ich ganz gerne jetzt auf den Heal gehen der W-Fähigkeit. Gucken wir auch mal, ob wir das in irgendeiner Art und Weise hinkriegen, dass ich mich so ein bisschen durch Auto-Attacks wieder hochheile. Nicht nur über Targons, sondern eben auch durch die pure Menge an Auto-Attacks. Chip. Wenn es aber in den Kampf geht, dann sollte man eigentlich in fast allen Fällen schauen, dass man mit der offensiven W arbeitet. Ich werde jetzt erstmal zurückgehen und mich hochheilen. Ne? Ist klar. Muss man jetzt hier einfach mal kurz machen. Um noch auf die Ultimate zu sprechen zu kommen, die wir ja sicher bald nutzen werden. Im Prinzip macht uns diese Ultimate einfach nur krass. Wir werden größer, wir haben höhere Attack Range. Wir triggern 20% von unserem Blutpool, den wir da haben. Und alles in allem halt einfach krass, ne? So könnte man die im Groben beschreiben. Ja, dich slowen wir hier mal kurz. Aha. Aha. Irgendwie habe ich mir gedacht, dass da was kommt. Ich habe es mir gedacht. Aber ich wollte es nicht wahrhaben. Ne, wir werden einfach nur krass, alles in allem. Und dadurch, dass man einfach nur krass wird... Wir gehen hier mal wieder mit runter. Wir wollen dann natürlich helfen. Ich will doch nur helfen. Jump. Jump. Der Slow ist schon mal da. Und dadurch, dass wir da einfach nur krass werden, können wir halt unfassbar viel machen, theoretischerweise. Das Problem ist halt nur, was wir hier bedenken müssen. Ja, er wird zwar krass, der liebe Aatrox, aber, was das andere Problem ist, er hat nicht die wirklichen Mittel, um krass zu sein. Denn du musst wirklich im Kampf bleiben können mit deiner Passiven, mit deiner Ultimate, dass du ihn auch gut nutzen kannst, Aatrox. Aatrox ist ein Champion momentan auf der Top-Lane, der eigentlich sehr stark ist. Er sucht die Early-Fights, er versucht schnell zu snowballen, soweit es möglich ist. Und wenn er das nicht schafft, dann ist er... Er ist am Arsch. Ja, er ist oftmals einfach nur am Arsch, so kann man es sagen. Und ich denke mir halt so, ja, es ist zwar schön, wenn man das alles ein klein bisschen hinkriegt als Aatrox und viel machen kann, weil man halt den Knock-Up hat, man hat den Slow, es ist alles gegeben, doch er braucht im Kampf zu lange. Und das ist der Punkt, wo ich finde, Aatrox ist kein guter Supporter. Ich werde jetzt hier erstmal versuchen, so ein klein bisschen auf Damage zu gehen, denn für gewöhnlich nimmt man Blade of the Rune King auf ihn mit, man nimmt die Rage Blade auf ihn mit, man nimmt vielleicht noch andere Fighter-Items mit, was halt da so kommt, der Speer von Zhou Jin, falls er denn wirklich endlich mal rauskommt und so weiter und so fort. Also bei ihm gibt es einfach die Fighter-Items und das ist ein anderer Punkt, den ich noch sagen wollte hier. Ich werde versuchen, die Champions, soweit es geht, auf Damage zu spielen, wenn es halt einfach dem Kit entspricht. Ja, und jetzt noch praktisch die letzte Ankündigung. Ich werde versuchen, in den Infokarten meine Skins, die ich so habe zu den Champions, dass ich die verlinke. Eine Umfrage, damit ihr praktisch entscheiden dürft, was ihr das nächste Mal seht. Denn jetzt im Moment bei Aatrox war es A, gar hattet ihr keine Möglichkeit und B, habe ich nur den einen Skin. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, dass man so ein klein bisschen guckt, dass es ein bisschen Varietät ist und da bin ich jetzt tot. Ey, der zweite Gang ganz genauso und wir werden wieder abgeholt, aber nur weil ich mein Escape Spell praktisch nicht richtig nutzen konnte. Schade hier. Dass ihr da praktisch entscheiden könnt, was ihr sehen wollt. Das möchte ich euch dementsprechend natürlich dann auch liefern. Im Prinzip muss man sagen, spürt man ja hier seine Schwächen auch schon. Na, muss man sagen, man hat jetzt hier einfach diesen Punkt. Wir waren jetzt nicht unbedingt ahead in der Lane, wir wurden gegankt. Aatrox fällt automatisch behind irgendwie. Das haben wir jetzt hier schon erleben müssen eigentlich. Eigentlich. Wie man ihn spielen könnte oder wie man das ganze Vibe macht auf ihm. Nun, ich denke, man sollte bei Aatrox drauf, also auf Bait spielen im Prinzip. Du spielst auf dem Tank, Engage, Support. Also nicht wirklich Tank, aber du Engage im Prinzip. Du sammelst im Fight so viele Stacks, dass du in irgendeiner Art und Weise deine Passive nutzen kannst und dich wiederbeleben kannst. Und dein Team macht Sachen drumherum, hoffentlich. Das wäre so meine Idee, wie man Aatrox zu einem akzeptablen Support machen könnte. Auch wenn das hier wahrscheinlich ein klein bisschen zu viel des Guten wäre. So, wir bleiben hier dran. Ich hätte meine... Na? Wir gehen auf ihn erstmal. Jetzt haben wir eben unsere Stacks. Das meinte ich damals. Aber ich glaube, dass ich hier nicht mehr wirklich was zustande kriege. Flash? Wo habe ich mein Flash genutzt?
Wo habe ich mein Flash benutzt? Ich dachte jetzt halt hier, ja gut, wenn ich getötet werde, dann flash ich da einfach rüber und bin dann weg und so weiter und so fort. Nee, das irgendwie ist in die Hose gegangen. Da habe ich mir das Ganze ein bisschen besser vorgestellt. Und so dachte ich auch gerade, ich kämpfe das Ganze. Ich baite erstmal ein bisschen, ich bin im Fokus, ich gehe in meine Passive. Aber die Gegner haben wohl geahnt, was ich vorhabe. Wie gesagt, ich rate halt in den meisten Fällen, dass man einfach mit der W arbeitet, den Zusatzdamage hier nutzt. Und mit dem einfach versucht zu snowballen. Ich glaube irgendwie nicht, dass man ansonsten Aatrox wirklich viable kriegt. Man bräuchte auf ihm vielleicht Cooldown Reduction, damit man seine Fähigkeiten mal so außerhalb des üblichen spammt, sage ich jetzt. Damit man halt das aufbauen kann, hier die Stacks. Aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem nicht wirklich schön zu sehen, dass dieser Champion einfach auf Support so gar nichts verloren hat. Jeder Champion hat eine gewisse Supportfähigkeit und wie gesagt, ich denke, bei ihm wäre es eher so, dass man halt einfach sich... Okay, ich habe meine Passive nicht bereit, also ich kann mich nicht wieder beleben, aber ich war anwesend und ich werde meine Assists kriegen. Bei ihm denke ich halt einfach, es ist Engaged Bait Play, dass man hier im Prinzip fahren muss. Anders kann ich mir das hier nicht erklären, wie man den in irgendeiner Art und Weise viable machen kann. Wenn man sich zurecht überlegt, dann könnte eigentlich auch die aktuelle Meta, und zwar die Meta-Losigkeit im Prinzip, der Punkt sein, wo man wirklich solchen Off-Meta-Picks entspannt spielen kann. Wenn man den Champion mag, wenn man ihn gut spielen kann, dann sollte man sich aktuell halt da tatsächlich dran trauen und sagen, das ist mir doch egal. Ich habe sowieso jetzt einen Vladimir auf meiner Seite oder einen Yasuo oder einen Irelia oder einen Fiddlesticks oder was weiß ich. Es ist im Prinzip ja schon fast egal, was man spielt. Ja, ich komme wieder rein und ich sterbe dabei. Es ist okay. Wir machen mal währenddessen noch... Nein, wir machen ihn nicht mehr. Aber wir haben den Turm geschafft. Na, diese Meterlosigkeit ist vielleicht auch gerade der Schlüssel für... dass man aktuell Spaß mit solchen Picks hat. Ich kann es mir durchaus vorstellen. Also von dem her, übrigens, falls wir hier gewinnen, ist dieser Sieg gesponsert durch wir spielen Yi und Taric im Normal Game. By the way, ich werde niemals einen Off-Meter-Pick jemandem in Ranked antun. Da könnt ihr schon mal versichert sein, während diesen Aufnahmen ist keine LP, Elo oder sonstige Rankings sind nichts zu Schaden gekommen. Ist alles noch gut. Na, außer vielleicht der eigene Motivation, sich ins Lächerliche zu begeben. Aber wie gesagt, die eigene, die Elo momentan, die Meta, die wir momentan haben, die ist halt dementsprechend einfach entspannt. Jeder akzeptiert sowas. Von dem her, wenn ihr Bock drauf habt, spielt es doch jetzt selber mal. Oh, was haben wir denn hier? Etwas, was mich gleich darauf CC't. Ich mache das gerade hier ziemlich entspannt im Prinzip. Na komm, den hast du mir gerade nicht geklaut, oder? Das ist nicht dein Ernst. Du Mist! Zack, irgendwas. Da müssen wir ein klein bisschen aufpassen. Wir haben den Yasuo, den wollen wir irgendwie wegkriegen. Und da haben wir den Rakan, den wollen wir irgendwie wegkriegen. Joa, im Prinzip werden wir da auch noch gleich rankommen. Den können wir slowen. Kann ich da noch was abnocken? Ja, komm, geh mal einfach ran. Wie gesagt, wir haben eh nicht viel zu verlieren. Und eigentlich war das ja auch ganz okay. Meine Passive hat zwar jetzt noch ein bisschen gedauert und so, aber ich denke halt wirklich, wenn man ihn spielen möchte, dann so, wie ich das gerade getan habe. Und by the way, Items kaufen wäre auch nicht schlecht. Ich weiß, dass ich gerade mit zu viel Gold aus der Base gegangen bin. Das passiert allerdings, wenn man so viel quatscht wie ich. Als nächstes möchte ich dann auf die Rageblade gehen, falls es überhaupt jemanden interessiert, wie man einen Aatrox-Support bauen sollte. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man das sollte. Aber ich würde jetzt einfach mal Blade of the Rune King into... Gunzus Rageblade gehen und danach Dingsbums tralala hier, ihr wisst schon, Guardian Angel. Na, das wäre mein Weg jetzt erstmal. Ich meine, ich bin jetzt ein klein bisschen Gedanken verloren durch die Welt gestreift, bin mir über meine Welt im Klaren geworden, kann man fast schon sagen. So, und möchte hier nicht unbedingt so hart unten, wie das gerade noch ausgesehen hat. Jetzt können wir mit unserer Passiven arbeiten. Ich weiß, das sah gerade alles sehr kritisch aus und es ist auch irgendwie ein Int gewesen. Vielleicht wurden wir gebaitet, ich weiß es nicht. Unter Umständen kam auch die Taric-Ulti nicht auf den Yi raus, so wie unsere Komposition hier auch funktioniert. Aber irgendwie konnte ich nicht so viel machen, wie ich gehofft habe. Gut, hier die Ulti. Was man halt definitiv nicht machen sollte, ist...
egal was, den Gegner auf die leichte Schulter nehmen, denn das wird bei Aatrox zwangsweise bestraft. Man kann nicht in irgendeiner Art und Weise etwas machen und erwarten, dass das alles super easy klappt, nur weil man jetzt gerade ein Q auf den Rakan getroffen hat, heißt das noch lange nicht, dass man den Fight in irgendeiner Art und Weise auch akzeptabel gewinnt. Na, da braucht man dann schon seine Hauptchampions, den Yi, den Taric, die müssen da dabei sein und die sterben danach auch. Das ist alles irgendwo Teil des Plans, ne? Man muss die Fights fighten, wie sie gemeint sind zu kämpfen oder so. Was haben wir denn hier? Einen Gangplank. Was macht denn ein Gangplank hier alleine draußen? Ja, das ist ja... Ich wollte eigentlich nur die Dings hier gerade mitnehmen. Die Golems, damit ich auch mal endlich Schaden mache. Und dann kommt mir hier so ein Happen entgegen. Das finde ich ja doch nett. Aber ihr habt gerade gesehen, Schaden macht ein Aatrox. Und zwar nicht gerade wenig, wenn er denn mal endlich seine Sachen vollgesteckt hat und so weiter und so fort. Warum mir übrigens der gerade so in die Arme gelaufen ist, ist leicht zu erklären. Ein Gangplank hat keine Sicht mehr durch seine Fässer. Das ist schon seit 10 Patches gefühlt so. Und der hat nicht damit gerechnet, dass ich da gerade am Machen bin und der wollte das halt einfach klauen. Ich bin jetzt auf der Rageblade. Ich müsste eigentlich danach noch Hydra gehen. Tiamat und Hydra und so weiter und so fort. Denke ich mal, hier Ravenous Hydra. Das wäre eigentlich der Itembild für einen Aatrox. Ja, aber man braucht bei ihm so viel Kohle. Schaut es doch mal, euch mal an. 3,5. Bei Blade of Ruin 3,2 und dann nochmal hier irgendwo was. Die Rageblade ist auch super teuer. Es ist halt einfach utopisch, wie viel Kohle so ein Aatrox braucht. Aber das soll uns gerade nicht stören. Wir sehen, dass hier wieder gefightet wird. Der Yi ist am Engagen. Und wir werden da ein klein bisschen helfen. Oh, das war zu früh eigentlich. Das war eigentlich zu früh, definitiv. Aber, nun gut, wir akzeptieren das mal so. Zu früh oder nicht, auf jeden Fall haben wir hier gerade ein bisschen noch unseren Job erledigt. Hoffe ich zumindest. Boah. Da komme ich leider nicht ran. Ich bin nicht rangekommen. Das ist natürlich dann meine Sache. Ich muss in irgendeiner Art und Weise mich sustainen. Und wenn das nicht klappt, dann bin ich so gut wie tot. Was nehmen wir jetzt als nächstes? Wollen wir jetzt hier auf... Wir gehen auf Damage. Damage! Man muss aber auch sagen, wenn Yi und Taric ihre Comp, die sie da üben, total falsch spielen, dann klappt das hier halt auch nicht. Die versuchen ständig, während Yi mit einem Alpha Strike durch die Gegend huscht, versuchen sie irgendwie zu fighten. Taric haut seine Ultimate drauf und dann passiert natürlich erstmal gar nichts, ne? So. Wave Clearen ist natürlich auch mit unser Job. Behaupte ich jetzt überhaupt mal. Wir machen halt gar keinen Schaden an den Minions, ne? Behaupte ich einfach mal so. Man kriegt's nicht durch. Man kriegt's einfach nicht durch. Das finde ich halt das Schlimmste. Der Champion an sich macht schon irre Spaß. Aber wenn du einfach deinen Playstyle nicht hinkriegst, in solchen gefährlichen Situationen deine Passive komplett zu stacken, intest du. Das ist im Prinzip das Hauptproblem, das ein Aatrox-Support hat. Aber ich finde, er hat schon mal einen guten Anfang für die Serie gemacht, zu zeigen, wie gut es in manchen Situationen funktionieren kann, aber wie schwierig es auch am Ende sein kann, wenn man seine Passive einfach nicht durchbekommt. Ich weise euch nochmal auf die Umfrage in der Infokarte hin. Da findet ihr praktisch alle Skins und so weiter, was ich zu Ahri habe. Der Champion wird dann als nächstes kommen in A bis Z. Ich sag hier einfach mal ja, weil ich glaube, viel können wir hier nicht mehr machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, gemiss.